Platz zum Proben hat die Big Band Horntime in Astrup nicht unbedingt. Doch das ist den 17 Musikern auch nicht so wichtig. Hier geht es schließlich um das gemeinsame Musikmachen. Auch wenn nicht jeder Song immer auf Anhieb klappt. Das ist aber etwas, was zur Musik dazugehört, dass man eben ja nicht von Anfang an perfekt spielt. Wir sind alles Laien, das heißt, das mögen andere machen. Wir wissen genau, was wir können und was wir nicht können. Und in dem Bereich, was wir können, versuchen wir mit möglichst viel Spaß auch andere Leute zu unterhalten. Die Big Band spielt klassische Unterhaltungsmusik, die das Publikum auch gerne zum Tanzen einlädt. Pro Jahr stehen zwischen 5 bis 7 Auftritte auf Festen an. Die Atmosphäre innerhalb der Big Band ist gut. Neue Musiker werden schnell integriert. Es ist immer eine super Möglichkeit, in einer fremden Stadt andere Leute kennenzulernen. Das ist einfach, das ist so die Motivation. Da hat man immer eine nette Band in Münster oder in Bielefeld hatte ich eine tolle Big Band. Dann haben wir 8 Jahre in Oberursel gewohnt, hatten wir eine super Band. Also das ist einfach nett, weil man kommt mit ganz unterschiedlichen Leuten in Kontakt und ins Gespräch und sonst. Die würde man sonst nie treffen. Wer sich angesprochen fühlt, kann gerne bei der Big Band mal bei einer Probe vorbeischauen und mitspielen. Horntime hat klare Ziele vor Augen. Die Ziele ist es in erster Linie, dass wir Spaß haben an der Musik, beim Musizieren selbst. Deswegen treffen wir uns wöchentlich und das Treffen heißt dann, dass wir uns zum Musizieren treffen, aber gleichzeitig tauschen wir uns ja auch aus. Das heißt, wir als Gruppe haben ja miteinander auch eine Menge Spaß. Und wenn wir dann auftreten, dann ist es schon unser Ziel, die Menschen zu unterhalten. Das heißt, die, die uns dann zuhören, so zu unterhalten. Und das sieht man ja, ob sie mitklatschen oder tanzen oder mit dem Fuß wippen. Und dann sind wir zufrieden und glücklich. Und wer noch nicht so genau weiß, wie man am besten mit dem Musizieren beginnt, der bekommt nun ein paar Tipps. Man braucht immer einen Lehrer. Also autodidaktisch weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Vielleicht als Erwachsener. Als Kind glaube ich eher nicht. Als Erwachsener vielleicht, aber da muss man echt viel Selbstdisziplin haben. Aber sonst einen Lehrer nehmen und dann halt diese Bläserklasse. Dass man gleich rankommt, mit anderen zusammen zu musizieren. Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es im Internet auf www.horntime.de.